Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du Lust, einen Ausflug zu machen heute mit mir? Ich weiß nicht so ganz. Ich weiß ja nicht wohin. Eine Überraschung. 112 Kilometer ist so weit wie bis nach Hamburg mit dem Auto. Ich weiß nicht so ganz. Ich bin schon im Bad. Du müsstest dich auch gleich fertig machen. Dann steigen wir ins Auto und fahren los. Nur kurz rein und strecken. Jetzt 5 Minuten vor 8. Ich bin schon gleich an der Autobahn. Aber noch mal eben schnell tanken. In Emden, weil wir wollen das Otto-Hus besuchen. Und ja, Otto ist ja auch ein Ostfriese, der ist hier ja geboren. Tschüss. Tschüss. Und ich bin schon ganz neugierig, weil ich mag Otto ja sehr. Ich finde ihn ja auch sehr lustig. Und ja, mal sehen, was uns da in dem Otto-Hus erwartet. Originalsachen zum Film von den sieben Zwergen, wo Otto mitgemacht hat. Und ich finde, das ist doch wirklich nicht echt. Das ist das. Das sieht doch ganz unterschiedlich aus. Aber wenn, also im Film sieht manches auch ganz anders aus. Und die Bretter sehen auch jetzt ganz anders aus. Die sahen ja im Film voll echt aus. Und hier irgendwie Schaumstoff irgendwie angemalt, so eine Art Stoff. Wir haben es jetzt mittlerweile 20 vor 12 und nach dieser Karte hier war das Otto-Hus, wo wir eben noch waren, sind wir jetzt nach langem Suchen hier runtergefahren zu diesem Punkt, wo man dieses Elefantendenkmal sieht, dieses Ottifantendenkmal. Hier soll sich nämlich das Geburtshaus von Otto Walkes befinden. Das wollten wir jetzt auch noch sehen. Wir haben also bestimmt jetzt, wie lange haben wir jetzt gesucht? Ich glaube fast eine Dreiviertelstunde, keine Ahnung. So, wir haben jetzt dieses Denkmal gefunden. Es ist aber nicht vor dem Geburtshaus von Otto aufgestellt, sondern in dem Stadtteil, in dem Otto Walkes geboren wurde. Wahrscheinlich ist das Haus hier irgendwo, aber keine Ahnung, wo es ist.
mal sowas Ungesundes essen. Weil, also wir essen ja eigentlich auch nicht so oft was Ungesundes, weil man sieht ja oft, wir sind bei McDonald's und so. Es ist halt eigentlich gar nicht so, okay, wir waren gestern auch bei McDonald's, aber das ist, eigentlich essen wir nicht so viel mit Fett und so. Und auf jeden Fall bin ich auch sehr müde, ich habe gerade im Auto geschlafen und ja, warte ich mal auf das Essen. Nach diesem Restaurant hier mussten wir sehr lange suchen. Ich kann vor der Stadt Leer in Ostfriesland verkehrsmäßig wirklich nur warnen. Wir haben jetzt also eine Ewigkeit gebraucht, um hier überhaupt herzukommen. Und jetzt muss ich sagen, dass ich aber auch großen Hunger habe. Und ich hoffe, das Essen kommt gleich, denn bestellt habe ich schon, da vorne. Aber es wird ja alles frisch zubereitet. Alles klar, vielen Dank. Sind wir noch einmal angehalten auf dem Weg nach Bremen, weil es hier gerade so schön aussieht, so schön ländlich, um noch einmal die Drohne fliegen zu lassen bei der Gelegenheit. Manchmal so um die 100 Stück am Tag. Und ja, aber für uns ist das was ganz Besonderes, weil wir haben ja eigentlich noch nicht so viele Abonnenten und wir finden es eigentlich nur erstaunlich, dass das, wie konnte das nur passieren? Und auf jeden Fall dafür. Das freut mich sehr und ja, fahren wir jetzt nach Hause. Ferientag. Was viel schlimmer ist, der letzte Urlaubstag für mich. Nein, der letzte Ferientag ist viel schlimmer, aber morgen ist ja noch Wochenende und da finde ich das eigentlich noch gut. Also 2 Tage habe ich dann noch so gesagt frei und ein bisschen freue ich mich wieder auf die Schule und also ein bisschen. Ein bisschen, ja, nur nicht so viel freuen. Ja. So, wir haben jetzt gerade mal hier unsere, Biergartengarnitur rausgeholt, die wir hier immer im Garten stehen haben. Die ist schon jetzt durch die Jahre arg ramponiert. Normalerweise kriegen wir dieses Jahr auch noch eine neue. Mal sehen, ob das noch klappt. Und John, was hast du eben gemacht? Erzähl mal, als wir eben unterwegs waren. Also ich habe einem Obdachlosen was zu essen gegeben. Und warum? Weil
Ich wurde zu Kind Egg Challenge nominiert und das finde ich auch, also das, ich finde das, ich bin sehr stolz darüber, dass ich auch was Gutes gemacht habe jetzt für den. Ich habe dir nämlich Kaffee und Kuchen gebracht. Und ein Brötchen. Und ein Brötchen. Und ich fühle mich gerade so richtig, richtig gut von innen. Weil, ja, kann man jetzt so beschreiben mal, stimmt's? Mehr so richtig passiert, was man filmen kann und das Wetter draußen schon wieder schlecht ist, beenden wir hier das Video und dann kommt jetzt die Absage. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.